Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 15. Und du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingebracht werden zur rechten Zeit. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Darauf höre und merk dir's. Hiob, Kapitel 5, Verse 26 und 27. Während Eliphas dem mürrischen Gefängniswärter, einem michaelitischen Laienbruder, der mit einer Fackel voranging, durch den unterirdischen Zellentrakt des Vatikans folgte, wurde ihm klar, dass er mit dieser faustdicken Lüge eine Schwelle überschritten hatte, hinter die er kein Zurück mehr für ihn finden würde. Als der Mann vor einer der Türen stehen blieb, sich zum Kompteur umwandte und ihn im trüben Fackellicht noch einmal eingehend musterte, von Wittgenstein hatte er die ganze Zeit über praktisch keine Notiz genommen, musste Eliphas an sich halten, nicht zurückzuzucken. Der Blick des Wärters wanderte über seine engen, an die der Engel angelehnten Gesichtstätowierungen, das lange, vorzeitig ergraute Haar und den teigigen Teint. Dann schien der Mann innerlich zu einem Entschluss gekommen zu sein. Er gab sich einen Ruck und entriegelte die Tür. »Eine halbe Stunde«, sagte er mit heiserer Stimme, ließ seine beiden Begleiter eintreten, drückte dabei Wittgenstein die Fackel in die Hand. Dann schlug er die Tür hinter ihnen zu und verriegelte sie wieder. Es stellte sich heraus, dass die Fackel die einzige Lichtquelle in der feuchten Zelle war, die mehr an eine tiefe Höhle als an einen von Menschenhand geschaffenen Raum erinnerte. Wasser rann an den grob gemauerten Wänden herab und Flechten überzogen das Gestein. Dennoch trat Eliphas, kaum dass sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, unerschrocken mitten in den Raum. An der gegenüberliegenden Wand saß Hiob. Im Schneidersitz hockte er auf einem der fauligen, strohbestreuten Steinpritschen, die in der Gefängniszelle als Schlafstatt diente. Er hatte aufgesehen, als die Tür sich unerwartet geöffnet hatte, und blinzelte ins helle Fackellicht. Er starrte vor Dreck. Und soweit Eliphas das in dem trüben Licht der Pechfackel erkennen konnte, hatte man ihm übel mitgespielt. Hiob. Eliphas. Der Ragolit erhob sich, als er den Kompteur erkannte. Dieser verspürte den Drang, mit zwei raschen Schritten den Raum zu durchqueren und den gefallenen Engel, den Freund, in die Arme zu schließen. Aber das Gefühl, dass Hiob das nicht wollte, strahlte von diesem aus wie eine körperliche Barriere. Also blieb der Schweizer stehen, wo er war, und fragte nur: »Wie ist es dir ergangen?« »Wie ich es erwartet hatte.« Hiobs Stimme war ausdruckslos, schicksalsergeben und flach. Seine gesamte Körperhaltung spiegelte dieselbe Einstellung wider. »Wir sind hier, um dir zu helfen«, mischte sich Wittgenstein eifrig ein. »Du wärest nicht der Erste, den ich aus einer angelitischen Gefangenschaft befreie.« »Ich weiß dein Angebot zu schätzen, Söldner, aber das wirst nicht nötig sein«, antwortete Hiob höflich, aber distanziert. Ein schrecklicher, noch nicht klar zu benennender Verdacht keimte in Eliphas auf. Der Ragolit vor ihm hatte einen Entschluss gefasst, von dem ihm nichts abbringen würde. Doch wie sah dieser Entschluss aus? »Was hast du vor, Hiob?«, fragte er leise. »Ich werde tun, was man von mir erwartet, Eliphas von Bern«, antwortete Hiob. »Und was erwartet man von dir?« »Dass ich sterbe, mein Freund.« »Das darf nicht geschehen«, rief Eliphas impulsiv. »Wir können dir helfen. Wir...« Hiob lächelte wehmütig. »Spar dir deinen Atem, mein Freund. Es ist alles gesagt. Du hast außerdem schon weit mehr für mich getan, als ich es hätte erwarten dürfen.« »Aber Hiob, so hör mir doch zu.« »Nein, Eliphas, jetzt hörst du mir zu. Nimm deine Rotte, nimm Wittgenstein und vor allem nimm Irene. Und dann verschwinde aus Eterna, so rasch ihr könnt. Vergesst mich, seht nicht zurück. Mein Weg endet hier. Aber ich bitte dich, sorge dafür, dass ihr anderen heil aus dieser Sache herauskommt.« »Hör zu, Hiob«, mischte sich Wittgenstein ein.
Dies ist wahrscheinlich deine letzte Chance. Der Regulit schüttelte den Kopf. Nein, geht mit Gott. Rettet Irene und sagt ihr, dass ich sie liebe. Ich segne euch. Der flügellose Ragoli trat vor, legte seine schmalen Finger in der traditionellen Segensgeste nacheinander auf die Stirn der beiden Männer und murmelte dabei eine lateinische Segensformel. Dann wandte er sich ab, kehrte zu seiner Pritsche zurück, ließ sich darauf nieder und versank in tiefes Schweigen. Er reagierte auf nichts mehr, was seine beiden Besucher sagten oder taten. Irgendwann erlosch die Fackel. Die 20 Minuten, die Eliphas von Bern und Wittgenstein schweigend, niedergeschlagen und brütend in der Finsternis saßen und der Rückkehr des Kerkermeisters harrten, waren die längsten und traurigsten ihres Lebens. Ariel stürzte zu Rahel, kniete neben ihr nieder und schloss sie in die Arme. Nach einer Weile gelang es ihr, die haltlos schluchzende Raphaelitin zu beruhigen. »Das war gewiss dieser schwarze Engel, den du gesehen hast. Wir müssen ihn finden und zur Rede stellen«, rief Daniel. Was er in der Zelle erblickte, hatte auch den letzten Hauch von Zweifel an den Worten der Michaelitin zerstreut. Und wie üblich wollte der Urelit nun nichts lieber tun als handeln. Da fragte eine herrische Stimme: »Was tut ihr hier?« Aus dem Treppenhaus traten zwei Templer. Einer von beiden war der, an dem sich Ariel zuvor vorbeigeblafft hatte. Die Michaelitin erkannte sofort, dass das, was sie jetzt sagte, weitreichende Bedeutung haben würde. Sie ließ Rahel los, die immer noch am Boden kniete und still vor sich hin schluchzte, richtete sich hoch auf, wie es ihr in Anbetracht ihrer geringen Körpergröße möglich war, und sagte mit allem Nachdruck, den sie aufbringen konnte: »Wir sind noch einmal zurückgekommen, um mit der Gefangenen zu sprechen. Mein Ramielit wollte einige ihrer Worte auf den Wahrheitsgehalt prüfen. Und wenn du auf deinem Posten gewesen wärst, als wir kamen, wie es sich gehört, hätte ich dir das auch schon früher gesagt, Templer.« »Bei allem Respekt, Engel«, mischte sich der andere Templer ein. Ein kleiner, attraktiver Mann mit welligem braunen Haar. »Ich bezweifle, dass du und deine Schar überhaupt die Befugnis haben, hier unten zu sein.« »Sie behauptet, der Prior selbst habe sie geschickt, Paolo?« informierte sein Partner mit dem Bauchansatz und dem Ziegenbärtchen. »Nun, dann werden sie ja sicher nichts dagegen haben, wenn wir den Vorfall hier melden und dabei unsere Armatura bitten, beim Prior nachzufragen, ob er eine Schar hier runtergeschickt hat. Ich schlage vor, ihr wartet mit Idalo hier, Engel«, fügte er mit hässigem Lächeln hinzu, wandte sich um und machte sich dann einen Wiederaufstieg. Der Schar war klar, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als zu warten, wenn sie sich nicht vollkommen blamieren und Ariels Notlüge an Ort und Stelle auffliegen lassen wollten. Vielleicht hatte der Prior ja Besseres zu tun, als sich mitten in der Nacht um so Kleinigkeiten zu kümmern. Mit mürrischen Gesichtern schickten sich Ariel, Maloriel und Daniel an zu warten, während Rahel kreidebleich am Boden hockte und vor sich hin starrte. Und der Templer, von dem sie jetzt wussten, dass er Hidalgo hieß, sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Argwohn beäugte. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit der Schar. Nur etwa eine halbe Stunde später betrat Prior Emmaus, gefolgt von einer hochgewachsenen Frau mit tiefschwarzem Haar und seltsam dazu kontrastierten eisblauen Augen, den Kerker. Die Frau trug die Tracht eines Michaelis-Templers, schien jedoch im Rang über Paolo und Hidalgo zu stehen. Der Prior schenkte den vier Engeln zunächst nur einen knappen Seitenblick und öffnete dann die Gittertür zu der Zelle vor ihm. Sie war unverschlossen, und der hochrangige Kleriker trat entschlossenen Schrittes mit schleifenden Roben ein und sah sich um. Nach einigen Minuten, in denen er unter anderem auch den grauenhaft zugerichteten Leichnam näher in Augenschein nahm, ja, ihn zu Rahels unendlichem Entsetzen und ebensolcher Faszination sogar berührte und betastete,
kam er wieder heraus. Mit befehlsgewohnter Stimme wies er die Armatura an. Lydia, ich will, dass du die Untersuchung dieses Vorfalls leitest. Halte mich auf dem Laufenden. Ich habe mich zunächst noch anderen Dingen zu widmen, die keinen Aufschub dulden. Mit diesen Worten wandte er sich der Schar zu. Was euch vier angeht. Morgen, nach dem Morgenmahl in meinem Skriptorium. Dies hier wird Folgen haben. Dann wandte sich der greise Prior um und schritt davon. Die Nacht verlief unruhig für die Schar. Nachdem Emmaus den Kerker verlassen hatte, hatten sie sich ebenfalls eiligst davon gemacht und sich bei Adonia auf der Krankenstation getroffen. Der Gabrielit war vor allem darüber verärgert gewesen, dass sie dieses aufregende Abenteuer, wie er es bezeichnet hatte, ohne ihn erlebt hatten. Ansonsten hatte er ihnen mit seiner unverwüstlichen Art mit auf den Weg gegeben, es werde schon alles nicht so schlimm kommen. Schließlich sei Prior Emmaus sicherlich ein weiser Mann und er würde schon ein weises Urteil zu fällen wissen. So hatten sich Ariel und ihre drei unverletzten Schargeschwister schließlich um die vierte Stunde nach Mitternacht in ihre Zelle zurückgezogen, ohne jedoch wirklich heilsame Entspannung, meditativer Selbstversenkung finden zu können. Doch nach nur wenigen Stunden scheuchte Ariel sie wieder hoch und die Schar begab sich ins Refektorium, um eine kärgliche Morgenmahlzeit zu sich zu nehmen. Der Himmel summte schon zu dieser frühen Morgenstunde von den Vorbereitungen für das große Jahrwendfest, denn es war der erste der beiden hohen Tage, der letzte Tag des Jahres, angebrochen einer der höchsten Feiertage der angelitischen Kirche. Doch den vier Engeln war gar nicht feierlich zumute. Eigentlich hatte auch keiner von ihnen wirklich Hunger oder auch nur Lust zu essen. Und so verlief das kurze Mahl in einem angespannten Schweigen, in dem alle in ihren Gedanken an das bevorstehende Gespräch nachhängen. Anschließend wies ihnen eine hilfreiche Begierde den Weg zum Arbeitsraum des Priors. Ariel klopfte, und wie vor einigen Tagen schon einmal, hieß Emmaus wohlklingende Stimme sie eintreten. Die Michaelitin kam der Aufforderung nach, dicht gefolgt von ihrer Schar. Das letzte Mal hatte der Prior sie in einem der zahlreichen behelfsmäßigen Arbeitszimmer empfangen, die im gesamten Himmel verteilt waren, um ihnen lange Wege zu ersparen. Dieser Raum jedoch, sein Skriptorium genanntes, nicht nur Meloriel hatte über die Frage nachgedacht, ob Emmaus wohl des Lesens und Schreibens mächtig war, eigentliches Besprechungszimmer unterschied sich stark von jenem anderen und von den meisten Räumen, die Schar bisher im Himmel der Michaeliten gesehen hatte. Es war geräumig, aber niedrig und dunkel. Zur nicht geringen Überraschung der Engel wartete nicht der alte Prior allein hier auf sie. Emmaus saß direkt vor ihnen an einem kleinen, fleckigen Pult, aufrecht wie immer und sah ihnen entgegen. Er trug das volle Ornat seines hohen Amtes. Im Zentrum seines Arbeitstisches stand eine einzige, honigfarbene Kerze in einem angelaufenen silbernen Kerzenhalter, der die einzige Lichtquelle im Raum bildete. Als die Engel vor seinem Schreibtisch Haltung annahmen, musterte er sie eingehend. Dem Prior entging natürlich nicht, dass die Schar sich zwar der Ordnung halber auf ihn zu konzentrieren versuchte, ihre Blicke aber immer wieder zu dem zweiten Mann im michaelitischen Ornat huschten, der im Halbdunkel des Skriptoriums in einem bequemen, hochlehnigen Stuhl rechts hinter ihm aussaß. Dieser Mann war ebenfalls jenseits der Blüte seiner Jahre, aber deutlich jünger als der Prior. Seine Größe war schwer zu schätzen, da er saß, aber er schien den Engeln zumindest kein Hühne zu sein. Wie Emmaus saß er sehr aufrecht und musterte die eintretenden Himmelsboten ruhig, etwas neugierig und mit einer steilen Falte zwischen den Brauen. Das Gesicht des zweiten Mannes war offen und keineswegs unfreundlich. Ein sorgfältig gestutzter, graumelierter Bart zierte sein Kinn. Sein Gewand war noch prunkvoller als das des Priors und wurde durch eine wuchtige Mitra als Kopfbedeckung ergänzt. Valoriel ist das, sendete Ariel. Vermont Bredinsti, Abt der Michaeliten und geistiges Oberhaupt dieses Himmels.
bestätigte der Ramelit in ihren Gedanken. Ihr Austausch wurde unterbrochen, als sich der Prior zu einer ganz beeindruckenden Größe erhob und ansetzte. Ariel, ich grüße dich und deine Schar. Es sieht so aus, als sei jedes Mal, wenn ihr vor mir steht, etwas Unvorhergesehenes passiert. Das war jetzt in den 8 Tagen, die ihr zu Gast in unserem Himmel seid, immerhin 2-mal der Fall. Und beide Male handelt es sich um ein äußerst unerfreuliches Ereignis. Der Prior machte eine Kunstpause, aber Ariel hielt es für besser, seine Worte zunächst nicht zu kommentieren. Bevor wir das aber im Detail erörtern, fuhr der alte Mann fort, möchte ich euch mit seiner Eminenz Vermont Bredinsky bekannt machen, den Abt dieses Himmels. Bredinsky nickte huldvoll und alle 4 Engel verneigten sich tief. Boten des Herrn, ließ sich der oberste Michaelit mit fast freundlicher Stimme vernehmen. Der Prior und ich möchten mit eurer Scharführerin alleine sprechen. Wartet bitte draußen auf sie. Die Schar wurde unruhig. Alle 3 Angesprochenen hatten das Gefühl, Ariel im Stich zu lassen, wenn sie jetzt gingen. Geht ruhig, sendete die Michaelitin. Ich komme schon zurecht. Kommt, sagte Daniel ruhig und wandte sich zum Gehen, nicht ohne sich noch einmal ehrerbietig in Richtung der beiden hochrangigen Kleriker verneigt zu haben. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm, Rahel und Maloriel, geschlossen, fuhr der Prior Ariel an. Wie konntest du es wagen, dir anzumaßen, du seist in meinem Auftrag unterwegs, wenn ich nicht einmal wusste, wo du dich herumtreibst? Du vergisst deinen Platz, Ariel, und gefährdest die Ordnung dieses Himmels. Außerdem schmälerst du das Gewicht meiner Worte, wenn du unerlaubt meinen Namen als Rechtfertigung nutzt. Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen? Ariel schluckte, als der Zorn des alten Kirchenmannes gegen sie anbrandete. Dann sagte sie, »Ich kann nur um Verzeihung bitten, ehrwürdiger Prior. Ich vergaß mich, wie du sagtest, und handelte unbedacht und aus Neugier. Außerdem...« »Ja«, fragte er Maus ungehalten. »Außerdem möchte ich sagen, dass meine Schar nichts dafür kann. Sie wollten mir zunächst nicht folgen. Vor allem Rahel hat sich geweigert, aber ich habe es ihnen befohlen und sie haben gelernt, den Anordnungen ihres Michaeliten Folge zu leisten. Bei sich dachte sie, hoffentlich befragen sie uns nicht alle einzeln und die anderen verstricken sich mich in Widersprüche.« Der Prior schien zu einer heftigen Erwiderung anzusetzen und sie wieder schelten zu wollen. Der erhob sich unerwartet ab und legte dem älteren, höher gewachsenen Mann von hinten die Hand auf die Schulter. »Es ist gut, Emos«, sagte er im versöhnlichen Tonfall. »Ich sehe Reue in dieser da. Du hast recht, sie hatten sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht und ihre Schar gegen deren Willen mit ihrem Fehltritt hineingezogen.« Bei diesen Worten warf er Ariel hinter dem Rücken seines Priors einen schwer zu deutenden Blick zu. Für die Michaelitin schien er zu sagen, ich habe dich durchschaut, aber belassen wir es für den Augenblick dabei. Der Herr hat uns angewiesen, Langmut zu zeigen und Gnade vor Recht ergehen zu lassen, gerade im Umgang mit seinen Boten, fuhr der Abt fort. Prior Emaus sackte auf seinem Stuhl zurück, als sei urplötzlich alle Kraft aus ihm gewichen. Vermont Bredinsky trat neben ihn und sagte, »Ariel von den Michaeliten, deine Schuld ist anerkannt, bereut und dir verziehen. Und um euch zu zeigen, wie gnadenvoll die angelitische Kirche ist, will ich ein Zeichen setzen. Wie ihr wisst, ist heute Jahreswend. Traditionell zelebriert Pontifex Maximus Petrus Secundus persönlich heute und morgen zum Tag des Herrn jeweils eine heilige Messe für die zahlreichen Gläubigen seiner Stadt auf dem Campo Ottaviano, dem großen Platz rund um den Petrusdom. Es ist Brauch, dass 2 Engelsscharen die Sänfte, mit der der Pontifex auf das Podium mit dem Altar getragen wird, in der Luft als Bannerträger begleiten. Ich möchte, dass du und die Deinen eine dieser beiden Scharen seid. Glaubst du, dein Gabrielit ist wieder ausreichend genesen, um diese Aufgabe mit euch zusammen wahrzunehmen? Ihr würdet die Schar sein, die von den linken Kolonnaden startet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich Adoniel diese Ehre entgehen lassen würde, stotterte Ariel,
von der Wendung der Unterhaltung völlig verwirrt. Dann würde ich mich an deiner Stelle beeilen, es den anderen mitzuteilen, lächelte der Ab. Du kannst gehen. Jawohl, ehrwürdiger Ab. Und danke, sagte Ariel rasch und eilte hinaus, um den anderen mitzuteilen, was sich ereignet hatte. Rechtzeitig zur nachmittäglichen Pontifikalandacht auf dem Campo Ottaviano hatte das Wetter etwas aufgeklärt. Der Regen hatte nachgelassen und die fast 15.000 Gläubigen, die sich in der vordersten Säulenhalle des riesigen, überdachten Platzes eingefunden hatten, waren umgeben von einer für römische Verhältnisse fast schon trockenen Kälte, die sie aber kaum spürten. So dicht aneinander standen sie. Prächtige Banner in den Farben der fünf kämpfenden Orden säumten die Kolonnaden. Zwei weitere, übergroße, mit dem Symbol der angelitischen Kirche flankierten die Empore, auf der die eigentlichen Sakralhandlungen stattfinden würden. Ein Fanfarensignal kündete vom Beginn des Gottesdienstes. Von der dem Petrusdom abgekehrten Seite aus trugen acht Templer die prunkvolle Sänfte des Pontifex Maximus auf den Platz. Aufrecht stehend wurde der Knabe, der seit über 500 Jahren an der angelitischen Kirche vorstand, durch die jubelnde Menschenmenge über den gesamten Campo Ottaviano getragen. Huldvoll winkte er den Gläubigen und begann ihnen im Vorbeigetragen werden den Segen zu spenden. »Jetzt!« befahl Ariel und die Schar erhob sich vom linken Kolonnadendach in die Luft. Alle fünf Engel trugen je eine lange, hölzerne Stange mit einem bunt schillernden Wimpel ihres jeweiligen Ordens. In perfekter Formation flogen sie über die Köpfe der Menschen hinweg, bis sie schräg über dem pontifikalischen Sänfte schwebten und geleiteten dann mit langsamen, majestätischen Flügelschlägen den Weg zur Empore mit dem Altar an der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Vom rechten Kolonnadendach aus trug es ihr eine zweite Schar gleich. Die Raphaeliten des Himmels mussten ganze Arbeit geleistet haben. Wenn Adoniel noch irgendwelche Schmerzen beim Fliegen hatte, ließ er es sich nicht anmerken. Kraftvoll wie eh und je trug er die Gabrielitenstandarte durch die Luft. Nun hatte die Sänfte unter den Jubelrufen der versammelten Gläubigen die Empore erreicht. Ohne im geringsten langsamer zu werden, eilten die Templer mit ihren heiligen Last die 20 Stufen empor. Sobald sie oben angekommen waren, trat das versammelte Konsistorium aus den Schatten des Podiums, wo die hochrangigen Angeliten geduldig der Ankunft des kindlichen Oberhauptes geharrt hatten. Einer von ihnen, ein älterer, beleibter Mann, den Maloriel von Bildern her als Kardinal Klaas von Frejung erkannte, trat weiter vor als die anderen, reichte dem Pontifex graziös die Hand und half ihm aus der Sänfte. »Aufstellung an der linken Wand, nebeneinander, Augen zum Thron«, befahl Ariel gleich nach ihrer Landung, und die Schar beeilte sich, ihrem Befehl nachzukommen. Die andere Schar trat es ihnen nach, und Ariel hätte beinahe laut aufgeschrien, als sie die anderen fünf Engel erkannte. Die Bannerträger an der gegenüberliegenden Wand der Empore waren keine anderen als Hiobs frühere Schar, um ihren neuen Michaeliten Thomasiel. Die anderen fünf Engel reagierten ebenso verblüfft, doch ehe einer der Himmelsboten auf das unerwartete Zusammentreffen reagieren konnte, senkte sich plötzlich Totenstille über den weiten Platz. Unwillkürlich blickten alle zu der zierlichen Gestalt auf dem Thron, die eine Hand gehoben hatte, um sich Ruhe zu verschaffen. Pontifex Maximus Petrus Secundus stand vor seinem mit weißen und goldenen Stoffbahnen der rapierten Thron und sah hinab auf die Versammlung, die gekommen war, ihn predigen zu hören. Barfuß und in ein schlichtes weißes Büßergewand gehüllt stand er da, inmitten der Engel und Kardinäle und unter den wachen Augen einer Handvoll speziell ausgebildeter Engel, den Seraphim,
die sich im Hintergrund des Podiums hielten, bereit, beim geringsten Anzeichen von Unruhe sein Leben mit dem ihren zu schützen. Mit klarer Stimme und entrücktem Blick stimmte er einen Hymnus an, und sofort fielen alle auf dem Podium ein, und die auf dem Campo Ottaviano versammelte Menge verstärkte den Klang aus tausendfachen Kehlen. In diesem Augenblick waren alle Sorgen, Probleme und Zweifel der vergangenen Tage und Wochen wie weggefegt. Einer brandenden Meereswoge gleich erfasste der kollektive Glaube all diese Menschen dort unten, die Engel, und was in diesem Moment zählte, war der unbändige Stolz, der ihnen allen fast die Brust zu sprengen drohte. Der Stolz, Teil eines größeren Ganzen zu sein, Teil der angelitischen Kirche und ihr zu dienen. Doch was war das? Maloriel kniff die Augen zusammen, um es besser zu sehen. Aus der Nähe sah das Oberhaupt der angelitischen Kirche schlecht aus. Krank und abgezehrt. Maloriels Blick begegnete dem Rahels, die ebenso entsetzt zum Pontifex hinübersah. Dunkle Flecken bedeckten Hals, Wangen und soweit das Gewand sie freiließ, die dünnen Arme des heiligen Knaben, wie Hämatome oder Würgemale. Sein Haar schien ihm in Büscheln auszugehen, und schon nach wenigen Zeilen des Liedes ging sein Atem keuchend. Sicher, niemand aus der Menge hatte ihn gut genug sehen können, um dessen gewahr zu werden. Und gewiss würde bei dem gewaltigen Klang niemand auffallen, dass seine Stimme leiser wurde. Aber dennoch. »Seht ihr das? Was ist das?« fragte Ariels Stimme in den Köpfen aller Scharmitglieder. »Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist krank«, antwortete Rahel. »Der Pontifex. Krank? Undenkbar. Aber woher kommen die da drüben so plötzlich?« kommentierte Andoniel. Ehe die Engel sich weiter in dieses mentale Gespräch vertiefen konnten, verklang das Lied. Erneut machte sich auf dem weiten Rund erwartungsvolle Stille breit. Der Pontifex Maximus räusperte sich und sagte dann mit seinem klaren Knabensopran: »Im Namen des Gottes, der uns das Leben schenkt und der uns die Engel gesandt hat, eröffne ich diese Messe. Gepriesen sei der da, für uns sorgt und uns errettet aus aller Not.« Er musste husten und unterbrach sich. Die Konsistorialkardinäle warfen einander alarmierende Blicke zu. »Es ist mir eine große Freude«, fuhr der Pontifex nach einer kurzen Unterbrechung fort, »heute zum Jahrwend 2645 einen Mann in ein neues, verantwortungsvolles Amt einzuführen, der sich um die angelitische Kirche verdient gemacht hat. Wir alle waren betroffen von vom unerwarteten Hinscheiden seines Amtsvorgängers.« Wieder machte er eine Pause, und diese nutzte ein Mann, um aus dem Schatten im hinteren Bereich der Empore mit festem Schritt nach vorn an den Rand des Podiums zu treten, wo er verharrte und hoch erhobenen Hauptes mit stolzem Blick über die Versammlung warf. Er trug das Ornat eines michaelitischen Prälaten und war jünger als alle anderen Geistlichen auf dem Podium. Der Mann war groß und schmal, aber nicht eben muskulös. Über der strahlend weißen Tracht mit schwarzem Überwurf seines Amtes trug er am linken Arm den althergebrachten goldbesetzten, bis knapp zur Schulter reichenden Hand- und Armschutz, das Symbol der Inquisitorenwürde. Sein Schädel war kahl rasiert. Er wandte den Blick von der Menge ab, wandte sich dem Pontifex zu und kniete nieder. Wenn auch er die merkwürdigen Anzeichen von der Krankheit beim obersten Angeliten bemerkte, dann hatte er seiner Mimik hervorragend unter Kontrolle, denn kein Muskel im Gesicht des Mannes ließ auf etwaige Besorgnis schließen. Petrus Secundus legte dem Mann beide Hände auf das haarlose Haupt. »Ut von Hatten, Kraft meines Amtes als oberster Hirte der Menschheit,
ernenne ich dich zum Nachfolger von Prälat Carolus in Amt und Würden eines Inquisitors der Angelitischen Kirche. Möge der Herr dir Kraft und Mut geben, dein Amt zum Segen aller Gläubigen auszufüllen. Der Rest des Hochamtes verlief ohne weitere Zwischenfälle. Allerdings waren Ariel und ihre Schar so vertieft in die Beobachtung des heiligen Knaben, dass niemand von ihnen die kleine Gruppe von Menschen bemerkte, die schon seit dem frühen Nachmittag auf dem Campo Ottaviano auf die Pontifikalmesse gewartet und sich bis ganz nach vorne ans Podium gedrängelt hatte, als sie die Engel erkannt hatten, die dort als Bannerträger standen. So war es Irene, Eliphas und den Beutereitern nicht gelungen, mit der Schar Kontakt aufzunehmen und ihr zu berichten, wie es hier erging. Doch als Ariel und ihre Gefährten in dieser Nacht in ihre Zelle waren, diskutierten die Engel im Flüsterton noch lange über den merkwürdigen Zustand des Pontifex.